Ja, ich grüße euch, verehrte Damen und Herren. Nur ganz nebenbei bemerkt, heute geht es um die Ölpreisentwicklung und ich hatte ja da vor einigen Tagen ein Video dazu gemacht. Da hat es ja auch letztendlich auch einige Aktien entsprechend erwischt, weil der Ölpreis ja, wie man hier gut sehen kann, nach unten geschnellt ist, also in Richtung Süden. Und damals, also das ist jetzt so eine Woche oder zwei her, habe ich ja diesen Balken hier unten eingezeichnet, ja. Ich weiß nicht, warum der jetzt plötzlich so groß ist. Vielleicht muss ich das, ah ja, mal auf Monat machen hier das Ganze und dann sieht man das besser vielleicht. Auf jeden Fall scheint es ja, ja, das ist also sozusagen meine Zone hier gewesen, ja? Also da, wo sich der Ölpreis theoretisch abspielen könnte, beziehungsweise ja, sich wiederholen sollte, weil ansonsten ist das Ganze natürlich nicht so lustig für diejenigen, die Ölaktien halten. Und er scheint sich jetzt auch wieder ein bisschen erholt zu haben hier. Insgesamt bin ich nicht so ganz zufrieden, natürlich mit den einzelnen Aktien, wie sich die so entwickelt haben in den letzten Wochen. Aber man muss natürlich auch das dazu sagen, vieles hat natürlich mit dem Dollar zu tun. Ja? Weil der eine oder andere mag sich jetzt fragen, ja, warum ist jetzt eigentlich der Ölpreis so runtergegangen? Schaut mal, was hier mit dem Dollar los ist. Und gleich mal hier noch mit eingespielt. Quatsch, das ist der Silberpreis. Das ist der Goldpreis. Und viele meinen jetzt, oh, also Europäer, ja, oder Deutsche halt, die natürlich alles in Euro sehen. Wenn die jetzt zum Beispiel den Goldpreis sich anschauen, schauen sich die meistens in Euro an, ja, und denken sich, wow, Gold ist aber gestiegen. Ja, schau dir mal proportional zum Dollar, wo ist er denn jetzt hier? Euro, US-Dollar, ne? Ist ungefähr, ja, ungefähr 10-15% gefallen. Das ist jetzt hier in Wochencharts, also sagen wir mal in den letzten 4 bis 8 Wochen. Und wenn man das jetzt mal hier eben, das ist jetzt ein Monatschart, dann ist hier das eine Monatskerze, dann ist es ungefähr von 1500 auf 1600, das heißt auch ungefähr 10%. Ja. Das heißt, das eine hat mit dem anderen mit Sicherheit zu tun und das sollte man nicht vergessen, wenn du dir jetzt halt, sozusagen ja, diese ganzen Öl und Gold und Dollar anschaust, weil die hängen ja miteinander zusammen. Ja. Cash-Konten hält auf Broker, wo man das einfach machen kann. Das kann man jetzt nicht unbedingt, ich glaube, bei der Sparkasse oder so kann man das nicht. Wüsste ich jetzt nicht, dass sie das auch machen. Du musst einfach beim professionellen Broker einfach ein Konto eröffnen, wie zum Beispiel CapTrader oder Lynx oder, obwohl die ja alle letztendlich dieselbe Systeme nutzen, also Lynx und CapTrader und Interactive Broker, das ist ja alles eins. Ja. DEGIRO, ein weiterer holländischer Broker, der das gut macht. Und da habe ich immer so zwischen, ja, sagen wir mal, die letzten paar Wochen, Monate immer so 30.000, 40.000 immer in Dollar gehabt. Und dort sieht man dann ganz deutlich, wie das sozusagen im Wert sich das immer ausgleicht. Ne? Du hast dann plötzlich da irgendwie 1.000 Euro Gewinn drauf oder so. Also das ist letztendlich nur der Ausgleich zwischen Dollar und Euro, der Währungsgewinn halt, ja. Und so kannst du halt letztendlich hier, wenn du jetzt halt in Euroland lebst, ja, deinen Euro halt ein bisschen aufwerten, indem du den einfach einmal umtauschst. Das kostet dann meistens eine Gebühr bei DEGIRO von 10 Euro. Ich glaube, bei CapTrader sind es 10 Euro oder 20 Euro. CapTrader sind ein bisschen teurer, hat aber dafür andere Vorzüge. Also du kannst dir zum Beispiel da jederzeit einen Report machen und so weiter. Bei DEGIRO wieder nicht. Also es ist halt nicht ganz so luxuriös, DEGIRO. Dafür ist es halt etwas
einfacher, vielleicht für Anfänger und noch günstiger. Also da, da kannst du kleinere Beträge zum Beispiel, wenn du halt investierst, für einen Round, also quasi für einfach Trades bei US-Börsen zahlst du, glaube ich, nur 50 oder 60 Cent. Ja, und bei CapTrader zahlst du halt 1 Euro, also nochmal 50 Cent günstiger, was ja irgendwie auch Quatsch ist, ja, weil so häufig die wenigsten ja traden, es sei denn, du tradest halt irgendwie alle paar Tage. Ja, also ich wollte eigentlich zum Ölpreis, ja, jetzt bin ich von eins ins andere gekommen, also das hängt aber auch alles miteinander zusammen. Ja. Ich habe sie jetzt eben gerade gezeigt, also ich habe früher auch mal den Fehler gemacht und mir gedacht, oh, jetzt ist der Goldpreis so krass gestiegen oder so krass gefallen. Schau dir immer noch mal den Dollarpreis an, ja. Inwiefern der jetzt eben auch gefallen oder gestiegen ist. Wahrscheinlich korreliert das also quasi. Und ja, da ist halt einfach krass, muss man echt sagen. Also da fast wieder in die Paritätszone, wo wir hier schon mal hatten, 2017. Das ist nochmal ein Thema für sich. Ich bin ja auch nicht der Währungsexperte. Also Währungen ist ja nochmal ein anderes. Also Forex-Trader sind ja nochmal andere Leute in der Regel als wie Aktientrader und Rohstoffe. Das sind ja so diese drei großen Felder. Und es gibt nur wenige, die alle selbst also große Trader, Gurus und so weiter, die in allen Feldern Spezialisten sind. Ja, das kannst du gar nicht sein. Allein schon Rohstoffe ist so ein großes Feld. Und genauso wie Forex, ja. Weil Währungspaare zu traden oder zu handeln, ist eine völlig andere Welt wie jetzt halt Aktien. Ja. Ist ja auch irgendwie logisch, weil eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung und ein Währungspaar ist eben eine Währung und eben keine Unternehmensbeteiligung, also was völlig anderes. Nichtsdestotrotz zählen da auch Charttechnikregeln und so weiter, das kann man da auch irgendwie anwenden, aber nicht identisch, auf gar keinen Fall. Also ich habe früher auch viel ausprobiert, eben auch auf diesem Broker hier, den ich jetzt nicht mehr nutze, den ich jetzt nur noch so ein bisschen zum Charts zeigen nutze, weil der einfach eine sehr schöne, deutliche Chart-Software hat, ja. Ich sage jetzt auch nicht, was es für ein Broker ist, aber es ist auf jeden Fall ein Forex-Broker, der halt aber dann auch noch ein paar Rohstoffe handeln kannst und auch noch ein paar, also keine Aktien, ja, ein paar Rohstoffe und noch den Bund Future und das war es aber auch schon. Und hier sieht man eben, dass ja, der Ölpreis letztendlich ja, sich eventuell jetzt wieder stabilisieren und erholen könnte und von daher einfach mal Ruhe bewahren, ja, im Nähkästchen und nicht gleich in Panik verfallen. Die meisten, also zumindest die Ölaktien, die ich habe, die zahlen ja eine saftige Dividende aus. Also die Shell hat ja erst wieder vor 2 Tagen Dividende ausgeschüttet und da kriegst du halt auf, sagen wir mal, wenn du jetzt halt 60.000 hast in Euro, ja, oder in Dollar, dann kriegst du umgerechnet, ja, netto, also quasi schon nach Steuer kriegst du ungefähr 1.000 auf dein Konto überwiesen und das nicht jedes Jahr, sondern alle 3 Monate. Ja, das sind 500 Euro im Monat netto Dividende von der Shell, ja. Also ich kenne ein paar Studenten, die haben gerade mal so viel Geld insgesamt zur Verfügung, wenn ich mal so zurückdenke zu meiner Zeit auch noch. Auf jeden Fall ist es schon eine Menge Holz, also, und du hast gerade mal 60.000 Euro investiert. Ja, das ist also eine wirklich sehr hohe Dividenden, über 6, teilweise bis 6,5%. Ja, schon, also sollte man einfach mal Ruhe bewahren und ja, dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht mit dem Dollar. Ich finde es schon sehr interessant. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich da auch noch mehr reinfuchsen in diese ganzen Währungsgeschichten. Ich denke, das wird noch sehr interessant werden. Jetzt dann auch in Bezug auf die US-Wahlen, ja, weil der US-Präsident ja auch irgendwann mal Schwierigkeiten bekommt, wenn der Dollar zu stark wird. Warum? Weil sich dann letztendlich seine Exporte zu teuer werden, ja. Also es ist ja immer das gleiche Problem. Ja, das soll es gewesen sein zum Thema Ölpreis, Goldpreis auch ein bisschen, ja, und Dollar. Und einfach immer die Nerven bewahren, ja, auch wenn es da mal ein paar Schwankungen gibt. Schwankungen sind einfach Teil des börslichen Geschehens, ja.
In diesem Sinne, Daumen hoch und lasst einen Kommentar da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und ciao.